Moin Jungs, 80's back und willkommen zur 1288. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Wir haben in der letzten Folge tatsächlich angefangen, hier auf unserem wunderschönen Berg Bäume zu pflanzen. Nachdem wir das irgendwie 3 Jahre vor uns hergeschoben haben. Nicht ganz, aber fast. Und es sind auch fast alle gewachsen. Wir mussten zwar ein bisschen nachhelfen, aber ihr seht schon, 1, 2 von den Kollegen haben da einfach keine Lust zu. Ich weiß nicht ganz wieso. Nicht wundern, ich habe immer noch einen Elytra-Mod drauf, deswegen sieht das Fliegen noch ein bisschen ungewohnt aus. Das ist auch für mich immer, ich krieg's auch immer noch nicht wirklich hin. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe gerade ein kleines Design-Floor gefunden. Und apropos Design-Floor, wenn ihr eine Rocket Cone Imo Maus habt, dann habe ich da auch ein Design-Floor gefunden. Und zwar gibt irgendwann die linke Maustaste auf. Bedeutet, die macht dann einfach immer einen Doppelklick. Oder nicht immer, aber oft. Einfach mal so. Dann vor allem, wenn ihr es auch nicht haben wollt. Wenn ihr zum Beispiel bei Minecraft irgendwas baut, irgendwas hinbaut, dann setzt ihr euch einfach noch einen Block hin. Wenn der... Ja, egal eigentlich. Ganz oft. Boah, Jose Maria im Himmel. Bruder, wir haben 20 vor 2 nachts. Du kannst mich doch hier nicht so erschrecken. Junge. Jetzt bin ich wach. Halleluja. Jesus. Okay, nett. Sehr, sehr nett. Ich wollte ursprünglich eigentlich sagen, dass ich jetzt etwas machen wollte, wo mich Justus auch drum gebeten hatte. In den Commentaries. Und zwar... Commentaries, ja. Hier und da noch ein paar von den pinken Blümchen hinzusetzen, weil die ja unfassbar schön aussehen. Wo er natürlich absolut recht mit hat. Die sind halt wirklich insane geil. Und deswegen machen wir das jetzt. Das Problem ist, wir haben nicht allzu viele davon dabei. Weil ich immer, denke, dass man nicht so viel davon braucht. Aber um das zu machen, sind es halt schon 2. Und ihr seht schon, jetzt haben wir schon keine mehr. Ich fände echt schön, wenn der hier noch wachsen würde. Vielleicht können wir ihn aber noch ein bisschen dazu zwingen. Nehmen wir ihn hier hinstellen. Dann nochmal ein bisschen. Gib mir einfach alles. Ganz im Ernst. Ja! Geil. So, und dann die etwas leeren Stellen, die werden wir dann einfach noch mit Bone Meal ein bisschen füllen. Dann sieht das auch deutlich besser direkt aus. Der hier ist, glaube ich, auch so ein Kollege, wo wir nachhelfen müssen. So, dann nehmen wir den vielleicht jetzt einfach mal hier hinstellen. Und hoffen. Oder auch nicht. So ist ja auch immer noch die andere Möglichkeit. Ja, auf jeden Fall, meine Maus macht halt ganz oft einen Doppel-Linksklick, wenn ich nur einen Linksklick haben möchte, aber nicht so, dass man damit rechnen könnte, sondern einfach, wenn die da Lust zu hat. Und das ist super irritierend und das war auch schon vor ein paar Monaten so, deswegen habe ich dann wieder zurückgewechselt zu meiner alten Maus. Nur die Maus denkt sich scheinbar auch, nö, Digi, und gibt mir die ganze Zeit so Störungen, wenn ich mit dem Controller spiele, dann fängt auf einmal meine Maus an, sich zu melden und sagt, nee, du spielst jetzt aber mit Maus und Controller, Maus und Tastatur. Und nee, tue ich halt nicht. Und das ist super nervig. Und eventuell ist die gestern fliegen gegangen. Es hat wirklich so genervt. Die tappt dann auch manchmal raus, dann kannst du nichts machen. Generell ist ganz oft so, dass du entweder einfach gar nichts machen kannst, weil du keinerlei Steuerungsinput mehr haben kannst, sowohl mit dem Controller oder auch mit der Maus, das juckt die halt auch überhaupt nicht. Und das ist einfach super frustrierend, das war teilweise auch schon mal mit der Maus hier, es war auch schon mit dem anderen Controller, also den habe ich auch schon gewechselt, das hat leider gar nichts gebracht. Ich weiß gar nicht, wieso ich jetzt weiterhin... Das macht gar keinen Sinn. Ich habe von meinem Wireless-Controller gewechselt auf einen mit Kabel, weil ich gedacht habe, vielleicht bringt das irgendwas. Es hat aber nichts gebracht, aber ich bleibe bei dem mit Kabel. Wo ist denn der Sinn? Na ja, gut. Vor allem, ich habe extra noch so hier jetzt das Kabel durch einen halben Raum gezimmert, weil ich im Moment halt Ghost of Tsushima am Fernseher spiele.
Und ich habe halt ein langes HDMI-Kabel, was halt vom PC einfach zum Fernseher geht. Also es ist jetzt auch nicht weit, aber jetzt, wo ich hier sitze, ihr könntet das kennen, falls ihr die Roomtour damals geguckt habt, vor 4 Jahren, fast, dann wisst ihr, was ich meine. Weil ich habe hier halt so einen L-Schreibtisch und auf der Außenseite von dem L ist halt jetzt mittlerweile eine Liege. Damals war es noch, ein Formel-1-Sitz. Aber Formel 1 ist wie FIFA. Jedes Jahr dieselbe Scheiße. Deswegen ist es mittlerweile nur noch eine Liege zum Chillen oder Fernsehen gucken oder zocken. Also YouTube auf dem Fernseher gucken, nicht Fernsehen gucken. Ich bin ja kein Boomer. Aber ja, da auf jeden Fall sitze ich halt dann, um Ghost of Tsushima zu spielen, weil mein Fernseher kann 4K, mein PC kann auch 4K, mein Bildschirm vom PC kann überhaupt nichts in der Nähe von 4K. Der kann nicht mal 2K. Und ich habe zwar immer mal wieder vor, mir endlich mal einen neuen Bildschirm zu kaufen, aber ich sehe es auch irgendwie nicht ein. Weil die Größe würde sich ja nicht dramatisch ändern. Und die sind, finde ich, auch echt noch ziemlich teuer. Also ich kriege für 500 Euro einen 4K 55 Zoll Samsung Fernseher. Aber ich kriege für gefühlt 300 Euro einen 27 Zoll 2K Monitor. Also das ist in keiner Relation. Da kaufe ich mir lieber noch einen Fernseher. So. Also ja, es gibt mit Sicherheit auch irgendwelche Angebote von irgendwelchen, weiß ich nicht, Marken, die dann billiger sind oder was auch immer. Aber ich hätte halt eigentlich gerne, und das ist ein komischer Satz, dass der von mir kommt, aber eigentlich hätte ich gerne einen Samsung. Weil bei Bildschirmen bin ich Samsung-Fan. Und bei Kühlschränken. Aber bei Handys und vor allem bei Tablets oder Uhren, also nee, sorry. Da fehlt mir jegliches Verständnis. Aber Bildschirme, das haben sie raus. Mein iPhone hat auch einen Samsung-Bildschirm. Also ja, wie dem auch sei. Ein Samsung 2K oder 4K-Monitor, da kannst du dir halt auch einfach einen neuen Fernseher kaufen. Dann baue ich halt mein Zimmer ein bisschen um und habe das Problem nicht mehr. Mal so gesagt. Nicht, dass ich das jetzt vorhätte. Aber dann ist es auch immer sowas, wo ich mir so denke, brauche ich das jetzt wirklich? Ich meine, mein Bildschirm reicht ja an mich. Ja, also er ist ja wenigstens Full K und 60 FPS. Kann er ja. Von daher ist er auch okay. Ich könnte ihn vielleicht mal sauber machen, aber ansonsten, das ist jetzt nicht die unfassbare Möhre vor dem Herrn. So, das ist schon okay. Aber es ist halt auch nur okay mittlerweile. Der war auch damals nicht teuer. Also das war nie jetzt irgendwie ein Top-Modell oder was, was einfach in die Jahre gekommen ist. Das war ein Billo-Modell und es ist in die Jahre gekommen. Deswegen wäre es an sich eigentlich auch mal Zeit. Ich habe es, wie gesagt, echt schon ewig immer mal vorgehabt. Dann immer überlege ich zu Weihnachten, ja, jetzt könnte ich eigentlich das mal machen. Dann überlege ich zu meinem Geburtstag, ja, jetzt könnte ich das eigentlich mal machen. Und dann denke ich mir jedes Mal wieder so, nee, wieso, was soll ich damit? Ich denke jedes Mal, es gibt irgendwie was Geileres, was man sich kaufen könnte. Nicht, dass ich irgendetwas wüsste, was tatsächlich geiler wäre, schrägstrich, was ich lieber hätte, weil ich weiß nichts. Ich habe mir dieses Jahr zum Geburtstag gar nichts gewünscht. Das Einzige, was ich zum Geburtstag gekriegt habe quasi, habe ich mir selber von Lego gekauft und halt Geld und einen super coolen Grogu-Luftballon von meiner Mama. Vielen Dank nochmal dafür. Der hängt auch immer noch, das ist krank. Jetzt sind schon 2 oder 3 Wochen, ich weiß gar nicht. Der hängt immer noch fast komplett prall gefüllt. Ich weiß nicht, was sie da für Luft reingemacht haben. Das ist absolut krank. Also, ja, Helium, aber ich lasse sie da für Luft rein. Was ein Idiot. So, okay, lass mich mal kurz nach hier unten gehen. Was sagt die Elytra? Der geht super gut. Ich habe vorhin in der anderen Welt, wo nebenbei ich jetzt fast mit fertig bin, interessante Satzform, wollte ich hier fliegen, ging nicht. Ich weiß nicht wieso, aber ging nicht. War auf einmal irgendwie Funktion disabled. Ja. Frag mich nicht. Och Mann, das ist doch Schwachsinn. Hier sind 2 Blöcke, ja und. Du kannst doch scheiß Baum spawnen, Mann. Jetzt habe ich kein Bone Meal mehr. Ich mache bald wirklich
slash. Geht das? Och Mann, wieso macht er das? Ich hab meine. Jetzt geht's. Tree. Cherry. So. Also wirklich, ich mach das jetzt bald. Kann ich das mit der Schere machen? Ja, kann ich. Guck mal. Dann machen wir so. Bumm. Und auf einmal wachsen die Mistviecher. Und die wachsen überall. Ja. Hab ich gesagt, die wachsen überall? Das habe ich. Aber, ja. Okay, die wachsen nicht überall. Aber die wachsen auf jeden Fall deutlich einfacher. Etrig can't go hier. Doch. Natürlich. Da ist doch Platz, Mann. So. Keine Sorge, ich mach die übrigen. Hier. Saplings in Müll. Aber, ne? Das ist jetzt die Power von World Edit. Macht nervige Sachen super einfach. Das ist einfach nur super cool. Und jetzt würde ich eigentlich gerne nochmal gucken, ob wir hier vorne noch irgendeine Stelle haben, wo ich hier so ein Ding hinmachen könnte. Meint ihr, da passt noch einer hin? Klar passt da noch einer hin. Meint ihr, hier passt noch einer hin? Ja. Yippie. Okay. Hier? Nein. 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 Okay. Hier aus irgendeinem Grund nirgendwo. Ich teste jetzt jeden scheiß Block, ist mir doch egal. Irgendwo hier. Nein. Ja. Naja. Irgendwo hier vorne noch. Nein, ich will auch nicht komplett übertreiben. Hab ich vielleicht ein bisschen spät gesagt. Guck mal, jetzt ist der Sack gewachsen. Wie viel Bone Meal habe ich da reingehauen? Und auf einmal wächst der doch. Wo ist der Sinn, Minecraft? Wo ist der Sinn? Man weiß es nicht. So. Hier oben mache ich auf jeden Fall keinen mehr hin, weil irgendwo, wie gesagt, ist halt auch Baumgrenze. Sonst können wir auch einfach weitermachen und den kompletten Berg voll machen mit Bäumen. Das will ja auch keiner. Ist ja kein Baumberg. Ne? Ja. In meinem Kopf war der witzig. Ich weiß auch nicht. Manchmal liegt man halt falsch. So. Auf jeden Fall habe ich heute auch wieder ein bisschen, wie heißt der? Ghost of Tsushima gespielt. Wie gesagt, immer noch große Empfehlung. Und heute, / morgen am 21. kommt ein weiteres ziemlich geiles Game oder ein weiteres Game, worauf ich ziemlich gehypt bin, raus. Und zwar heißt das Rooftop und Alleys. Müsst ihr bei Steam mal gucken. Ist ein Indie-Game und zwar Parkour. Und ich habe das bei TikTok, glaube ich, gefunden. Und das sah extrem geil aus. Und ich liebe Parkour schon ewig. Ich würde es niemals machen, weil ich habe ein Gefühl für Risiko, sagen wir mal. Ich bin Schisser, so könnte man es auch sagen. Und ich bin viel zu unsportlich. Aber ich gucke super gerne. Und ich habe irgendwann mal auf der PS Vita ein Parkour-Spiel gehabt, was, glaube ich, ein PS2-Port war. Also es war wirklich alt. Aber es war auch wirklich cool. Ich habe, glaube ich, nur ein oder zwei Level da geschafft. Weil dann hatte ich auch keinen Bock mehr auf die PS Vita. Die PS Vita war eigentlich echt Arsch. Aber das sieht tatsächlich hier ziemlich cool aus. Und dieses Spiel sieht auch verdammt cool aus. Und ich werde es mir auf jeden Fall holen. Glaube ich, 15 € oder so soll es kosten. Und da kann man ja jetzt nicht viel falsch mitmachen. Vor allem, er hat heute nochmal so einen Gameplay-Überblick Video hochgeladen, der Entwickler, wird halt auch nur von einem Typ gemacht, der eigentlich Musiker ist, richtig wild. Und das sah auch ziemlich cool aus. Da werde ich euch auf jeden Fall von berichten. Habe ich richtig Bock drauf. Morgen, ich glaube um 18 Uhr abends kommt's raus. Kann ja jetzt nicht sonderlich viel Downloadgröße sein, weil Indie-Game. Es hat irgendwie drei kleine Welten, wo du alles Mögliche machen kannst. Erstmal Early Access. Und ja, dann bin ich gespannt und in der nächsten Folge, denke ich mal, kann ich euch schon ein kleines erstes Feedback geben. Das macht so Spaß, ne? Das macht so ohne Witz. Falls ihr das noch nie gemacht habt mit diesem Mod, hier, dieses Fliegen, macht das mal.
Wie man sehen kann, es dauert ein bisschen, ne? Aber es ist extremst sick. Man sieht auch, Minecraft ist nicht dafür ausgelegt, dass man ein Rückwärtssalto machen kann. Es ist dumm, wie viel Spaß das macht. Weil es ist ja nichts Besonderes. Du kannst dich einfach nur drehen. Aber allein dieser Move ist so ein klassischer Drohnen-FPV. Oh, das wäre cool gewesen. Schade. So ein klassischer FPV-Move, den ich bei FPV-Drohnen schon unfassbar sick finde. Und jetzt kann man den hier einfach in echt machen. Natürlich, wenn ich im Creative wäre, würde ich mich auch noch mehr Sachen trauen. Aber hätte ich auch irgendwie Bock, mal so ein TikTok mitzumachen. Ich würde zum Beispiel gerne hier hochfliegen, dann diven und dann da unten durch. Das wäre extrem geil. Aber nicht im Survival und schon gar nicht mehr heute. Die Folge ist lang genug. Ich muss ins Bett. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like und Abo da lassen. Danke fürs Zuschauen. Sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Ja, macht's gut, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.